Danke, dass Sie wieder so schnell kommen konnten, Herr Pöppelmann. Für Notfall kommen wir gerne. Und am Wochenende erst recht. Das gibt ordentlich Zuschlag. Es ist wirklich ein Notfall. Wie können wir denn helfen, Frau Krüger? Meine Toilette, sie funktioniert einfach nicht mehr. Die Spülung funktioniert nicht und Wasser ist auch keines mehr drin. Horstmann! Pöppelmann! Guck mal, ob die Toilette eine Knüppelfelge hat. Guter Ansatz, Pöppelmann. Und los! Hier, guck mal nach. Eine Knüppelfelge? Eine Knüppelfelge ist zwischen Spülung und der Porzellanhaube. Manchmal verkeilt die sich und dann ist sie verzahnt. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, aber hört sich schlau an irgendwie. Pöppelmann? Horstmann? Die Knüppelfelge sitzt ordnungsgemäß. Frau Krüger? Ja? Gute Nachrichten. Hab ich gehört. Knüppelfelge sitzt. Aber was könnte dann das Problem sein? Frau Krüger, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Haben Sie die Toilette in den letzten Tagen überdimensional belastet? Was meinen Sie? Lief das bei Ihnen wie ein Wasserfall? Hatten Sie Dünnpfiff? Scheißeritis? Nein, ich... Haben Sie indisches Thai-Curry gegessen und danach einen flotten Heinrich in die Porzellangrube geballert? Was reden Sie denn da? Wir sind Profis, Frau Krüger. Das sind ganz normale Standardfragen. Können Sie mir die Toilette denn heute noch reparieren oder... 2,80, Frau Krüger. Das wird heute nichts. Aber können Sie denn gar nichts mehr versuchen? Horstmann? Pöppelmann? Heute zum Mittag will ich Indisch essen. Reservier mir einen Tisch. Alles klar, Chef. Bitte, versuchen Sie es weiter. Eine Idee hätte ich noch, Frau Krüger. Was denn? Schön mit dem Knöbelhebel mal in die Geschichte rangehen. Ein Knöbelhebel? Ein fachmechanisches Feininstrument. Nicht ganz billig, die Geschichte. Kann die Toilette heil machen, kann aber auch alles ruinieren. Und teuer ist das, das kann ich Ihnen sagen. Vor allem Samstag, Horstmann. Samstag sogar doppelt. Teuer wird das. Ja, aber ich brauche ja eine Toilette, also bitte versuchen Sie. Na gut, wenn Sie unbedingt wollen. Danke. Also, ich muss mich jetzt sehr konzentrieren, Frau Krüger. Bitte sagen Sie keinen Murks. Okay. Ja. Um Gottes Willen, was machen Sie denn da? Sind Sie verrückt? Horstmann? Pöppelmann? Einschätzung? Ich würde noch mal versuchen. Hören Sie auf, meine schöne Toilette, um Himmels Willen! Pöppelmann? Horstmann? Tisch beim Inder ist reserviert. Sehr gut, Horstmann. Sie haben meine Toilette zerstört. Das ist Ihre Schuld. Was? Sie haben geredet. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen Babbelheim. So eine Frechheit. Teuer wird das, Frau Krüger. Das sage ich Ihnen. Sie holen mir sofort eine neue Toilette. Sofort. Bleiben Sie mal ganz ruhig, Frau Krüger. Wir sind Profis. Wir wissen, was wir tun. 4,13. Aufschreiben, Horstmann. Los, machen Sie was. Wir hätten da noch eine Ersatztoilette, Frau Krüger. Die können wir Ihnen einbauen. Bitte. Horstmann. Pöppelmann. Nix, wollen wir wissen, ob du noch da bist. Ich hol mal die Ersatztoilette. Ja, hol die mal. Ich hol die mal. Ja, hol die mal. Ich hol die mal. Frau Krüger. Ja. Horstmann, hol die mal. Danke. Mann, oh Mann, so ein Chaos. Keine Angst, Frau Krüger. Das macht Horstmann gleich alles ordnungsgemäß weg. Gut. Aber muss ich ihn berechnen. Heute ist Samstag. Was soll ich sagen, Frau Krüger? Ihre neue Toilette wird leider ein bisschen teurer als Ihre alte. Das ist ein Nachfolgemodell. Ist mir egal. Hauptsache, ich hab wieder eine. Pöppelmann? Horstmann? Die Toilette ist kaputt. Schlechte Nachrichten, Frau Krüger. Was? Ihre neue Toilette ist kaputt. Ist das Ihr Ernst? Horstmann hat heute Morgen noch nichts getrunken. Der zittert immer und lässt gerne mal ein paar Sachen fahren. Raus aus meinem Haus! Wenn Sie zufrieden mit unserem Service waren, geben Sie uns mal eine gute Online-Bewertung, Frau Krüger. Ohne Social Media geht ja nichts mehr heutzutage. Also, Frau Krüger. Raus! Frau Krüger. Raus! Horstmann. Pöppelmann. Pöppelmann, der alles kann.